Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairem Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in Hessen, hessisches Tariftreue- und Vergabegesetz mit der Drucksache 20/2354. Und als erstes hat sich die Abgeordnete Barth von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte mit einem Kompliment an den zuständigen Minister beginnen. Ihre Öffentlichkeitsarbeit, Herr Staatsminister Al-Wazir, ist wirklich vorbildlich und hochprofessionell. Nein, das muss man wirklich einmal sagen. Aufhorchen lässt allerdings, wenn die Kommunikation plötzlich ausfällt. Funkstille. Oder haben Sie etwa mitbekommen, dass vergangenen Sommer der lange erwartete Evaluierungsbericht für unser Tariftreuegesetz veröffentlicht wurde? Ich glaube niemand. Auch die betroffenen Fachverbände, baugewerbliche Unternehmer, Architekten und Stadtplaner, Verband der freien Berufe, wussten von nichts. Die waren ja sogar so naiv, zu hoffen, sie dürften an der Evaluation teilnehmen. War aber nicht. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Offensichtlich war Kritik nicht erwünscht, und man wollte auch gar nicht darüber reden. Die Sokabau, die Sozialkassen für das Baugewerbe, hätten z.B. in die Evaluation einbringen können, dass 2018 in Hessen mit 16,28 Euro erneut die niedrigsten Durchschnittslöhne aller westlichen Bundesländer im Bau gezahlt wurden. 17,40 Euro, das heißt 1,20 Euro mehr, beträgt der westliche Bundesschnitt, in Hamburg sogar 18,33 Euro und Bayern 17,45 Euro. Meine Damen und Herren, sind wir wirklich ein Niedriglohnland? Oder der hohe Teilzeitanteil. Glauben Sie tatsächlich, dass 24% der hessischen Arbeitnehmer im Baugewerbe in Teilzeit arbeiten? Oder werden hier etwa Tariflöhne umgangen und schwarz gearbeitet? Sehr geehrter Herr Staatsminister Al-Wazir, Ihr Gesetz verschließt die Augen vor diesen ganzen Missständen, vor Teilzeitbauarbeitern, Fachgewerken, die zu Mindestlöhnen ausgeführt werden, und endlosen langen Subunternehmerketten, die irgendwo im osteuropäischen Ausland enden, wo kein deutscher Staat mehr die Hand drauf hat. Deshalb brauchen wir ein neues Tariftreuegesetz, welches hier wirkungsvoll ansetzt, und dafür legen wir heute unseren Entwurf vor. Wichtigster Punkt. Wir brauchen endlich wirkungsvolle Prüfmechanismen, sprich verdachtsunabhängige Stichprobenkontrollen, die nicht erst dann ansetzen, wenn ein unterlegener Bieter sich beschwert, wie im jetzigen Gesetz, und auch mit wirkungsvollen Sanktionen, die abschrecken, also bis zu 10% des Auftragswerts. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre möchten wir nun festlegen, dass diese Prüfbehörde auf Ebene der drei Regierungspräsidien anzusiedeln ist. Solche dezentralen Strukturen machen vor Ort Kontrollen möglich, und das ist notwendig. Sonst geht es mit den Löhnen in Hessen immer weiter bergab. So werden bei uns 64% der Bauarbeitnehmer als Helfertätigkeiten mit Mindestlöhnen bezahlt, obwohl nur 20% der Arbeiten auf einer Baustelle eigentlich Helfertätigkeiten sind. So geht nämlich der Betrug, meine Damen und Herren. Und tarifliche Eingruppierungen, das will ich hier auch festhalten, zu prüfen, ist definitiv nicht Arbeit des Zolls. Zweiter Punkt. Begrenzung der Subunternehmerketten auf maximal 3 Glieder. Kennen Sie die Initiative Faires Handwerk? Die hat letztes Jahr die Maler- und Lackiererinnung ins Leben gerufen, um, Zitat, gegen die Sub-Sub-Kultur vorzugehen oder, wie es Felix Diemerling, Geschäftsführer der Innung Rhein-Main, beschreibt, der sich angeblich selbst kontrollierende Markt ist erheblich gestört
Und weiter, es gäbe zwar viele Gesetze, aber der Staat setzt sie oft nicht ausreichend durch. Zitat Ende. Muss ich jetzt schreien, Achtung, Sozialisten bei den Handwerkern, die fordern ja ein staatliches Eingreifen, oder haben die etwa recht, meine Damen und Herren? Dritter Punkt, und auch das ist uns wichtig. Wir möchten die neue europäische Entsenderichtlinie nach dem Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort auch in unser Landesvergabegesetz aufnehmen. Auch das ist ein Beitrag, um Lohndumping zu verhindern und die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu gestalten. Die zunehmende Ausnutzung von Wanderarbeitern muss endlich ein Ende haben. Das sind Zustände, die wir auf hessischen Baustellen einfach nicht länger dulden möchten. Die SPD will zudem einen vergabespezifischen Mindestlohn in Höhe der untersten Tarifgruppe des TV Hessen. Auch das steht in unserem Gesetz. Wir reden hier über Löhne im Bereich von derzeit etwa 11,50 €, also unter 2.000 € brutto im Monat. Das sind definitiv keine Reichtümer, bevor hier gleich wieder gefragt wird, wer das denn bezahlen soll. Die Menschen sollen von ihrer Arbeit leben können. Wenn sie für den Staat arbeiten, das sollte es uns wert sein. Und bevor es andere erwähnen, hier haben wir in § 10 unseres Gesetzes auch einen kleinen Fehler gefunden. In Absatz 4, Satz 1, ja, das passiert, wenn nicht die Ministerien einem die Gesetze schreiben. Wir werden das in einem Änderungsantrag korrigieren. Als letzten Punkt wollen wir die freiberuflichen Leistungen, gemeint sind Architekten- und Ingenieursleistungen im Unterschwellenvergabebereich, wieder aus dem Anwendungsbereich des Vergabegesetzes herausnehmen. Sie kamen auch erst 2015 hinzu. Es hat sich gezeigt, dass es nicht praktikabel ist, grundsätzlich Interessenbekundungsverfahren vorzuschalten, wo auch bereits ein großer Teil der Auftragsarbeit geleistet wird. Hier soll wieder gemäß der Unterschwellenvergabeordnung die freihändige Vergabe erlaubt sein. Das ist echte Mittelstandsförderung, die wir hier fordern. Meine Damen und Herren von der Koalition und auch Sie, Herr Staatsminister Al-Wazir, es ist enttäuschend, dass Sie bei diesem wichtigen Gesetz so wenig Interesse zeigen. Die SPD will, dass alle Arbeitnehmer in Hessen anständige Löhne möglichst nach Tarif bezahlt bekommen, von denen man leben kann. Und hierbei spielt der öffentliche Auftragssektor, der 20% des nationalen BIP und sogar 50% des deutschen Bauvolumens insgesamt ausmacht, eine ganz entscheidende Rolle. Hessen entgeht zudem jährlich, ich bin fast fertig, 946 Millionen € durch Tarifflucht. 946 Millionen. Auch das sollte ein Argument sein. Lassen Sie uns endlich ein Tariftreuegesetz beschließen, was diesen Namen wirklich verdient. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Barth. Als Nächstes hat sich der Abg. Richter von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf zur Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairem Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in Hessen soll das bestehende Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge ersetzen. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass das bestehende Gesetz nach Meinung der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag nicht ausreicht, um bei der Auftragsvergabe zu gewährleisten, dass Tarif- und Sozialstandards eingehalten werden, bzw. durch einen harten Konkurrenzdruck dieser zulasten der Arbeitnehmer oder Subunternehmer stattfindet. Im Kern ein guter Ansatz, wenngleich er natürlich erneut die Symptome einer Politik beseitigt, die seitens der Regierungskoalition im Bund selbstverständlich jederzeit verändert werden könnte. Meine Damen und Herren, die SPD ist Teil der Regierungskoalition und hält weiterhin an der Politik von Gerhard Schröder fest, anstatt eine Reform von Grund auf über den Bund
zu initiieren. Darauf möchte ich hinweisen, denn dieser Gesetzentwurf wäre unter anderen Bedingungen innerhalb unseres Landes so umfangreich gar nicht nötig. Da man an die Ursache nicht geht oder gehen kann, hier mögen der hessischen SPD durchaus Fesseln angelegt sein, schafft man eine weitere bürokratische Ausweitung eines bereits bestehenden Gesetzes, was den Unternehmen die Arbeit nicht gerade erleichtert. Zu begrüßen ist eine erhöhte Transparenz bei der Auftragsvergabe, wie sie im Gesetzentwurf deutlich angesprochen wurde. Zu begrüßen ist ebenfalls, dass seitens der öffentlichen Hand keine Aufträge an Firmen vergeben werden, die Tarif- und Sozialstandards nicht einhalten. Zu erfragen ist, ob es solche Firmen aktuell überhaupt noch gibt. Denn die Wahrheit erlebt jeder in der kommunalen Politik. Man findet kaum noch Firmen, die die entsprechenden Aufträge ausführen können oder ausführen wollen. Zum einen aufgrund einer hohen Auslastung der jeweiligen Unternehmen, vor allem im Baubereich, zum anderen aber auch aufgrund einer immer geringer werdenden Bereitschaft, sich mit einer immer stärker werdenden Bürokratie auseinanderzusetzen. Dazu zählt dann auch dieser Gesetzentwurf der SPD, der tatsächlich Folgendes aussagt. Erhöhte Kosten sind durch die neuen Anforderungen für die Vergabestellen nicht wesentlich zu erwarten. Erhöhte Kosten im Bereich der Prüfbehörden jedoch im deutlichen Maße. Diese wiederum sollen auch durch die Verhängung von Vertragsstrafen, die im Rahmen von Sanktionen verhängt werden, kompensiert werden. Es wird dann noch von einem volkswirtschaftlichen Nutzen geschrieben, im Zuge der Zahlung höherer Löhne mit der Einhaltung der Tariftreuepflicht. Letzteres müsste man sich genau errechnen und nachfragen, auf wie viele Unternehmen dies überhaupt zutrifft. Die Verhängung von Vertragsstrafen allerdings dergestalt zu sehen, dass sie zu einer Kompensation führen, macht wenig Sinn, denn es unterstellt, dass Unternehmer Verständnisprobleme haben, Gesetze zu lesen, zu verstehen und auch umzusetzen. Aber es mag auch Vertragsstrafen in Bereichen geben, auf die ich noch eingehe und die bei der Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand tief in die Unternehmen eingreifen und Unternehmer regelrecht entmündigt, aber die Ideologie der SPD dann in Gänze bedient. Ein Punkt ist allerdings besonders wichtig, und den möchten wir auch hervorheben. Die Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit, Zwangsarbeit sowie der Beachtung anderer Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation. Klar ist, was die SPD hier möchte. Richtig wäre es aber, nicht von einer Vermeidung, sondern von einer Verhinderung zu sprechen. Vielleicht hat die SPD hier Angst vor der eigenen Courage, denn wir wissen nur zu gut, wie viele unserer Produkte heutzutage auf Kinderarbeit basieren und dass dabei auch zunehmend weggeschaut wird. Das Wort ausbeuterisch ist diesbezüglich verräterisch, denn Kinderarbeit sollte insgesamt verurteilt werden und entsprechend auch dergestalt verhindert, dass nicht noch öffentliche Gelder Kinderarbeit legitimieren, da sie bei manch ideologischer Betrachtung vielleicht nicht als ausbeuterisch angesehen wird. Positiv zu sehen ist unterdessen die Mittelstandsförderung, wobei ich da nochmals erwähnen möchte, dass ein solch umfangreiches Gesetz mit entsprechenden Forderungen, wie hier vorliegend, gerade für Mittelständler ein erheblich bürokratisches Problem darstellt. Im Kern sind Unternehmen eigentlich entsprechend des hier vorliegenden Gesetzentwurfs und durchaus auch des bereits existierenden Gesetzes eher zu zertifizieren. Dies könnte z.B. durch eine Prüfbehörde stattfinden, was zwar am Ende nicht zu Strafzahlungen führt, aber zu einer weitaus höheren Rechtssicherheit der betroffenen Unternehmen und insbesondere des Mittelstandes, der mit solch einem Zertifikat dann auch in die Eigenwerbung gehen könnte. Fast alle standardisierten Schritte heutzutage werden in dieser Form über Audits und Zertifizierung gelöst, um Nachhaltigkeit und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Dies würde dann gerade § 7, Auswahl der Bieter, erheblich erleichtern. In § 10 wird aber wiederum klar, wie SPD-Genossen sich so die Arbeitswelt vorstellen. Die Bieter haben bei Angebotsabgabe zu erklären, dass sie bei der Auftragsdurchführung ihren Arbeitnehmern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahlen. Meine Damen und Herren, Menschen arbeiten unterschiedlich. Sie mögen die gleiche oder eine gleichwertige Arbeit leisten, aber es zählt doch neben dem Preis die Leistung bezüglich Ausführungsdauer und Qualität. Man kann doch einen leistungsbezogenen Lohn, wo jemand sich durch hervorragende Arbeit auszeichnet und abhebt, nicht per Gesetz abschaffen. § 12 nach Unternehmereinsatz ist ein weiteres schwieriges Feld, hat einen durchaus positiven Ansatz, um Subunternehmen zu verhindern, dürfte aber in manchen Bereichen nur sehr schwer einzugrenzen sein. Denn wo keine Arbeitnehmer mehr gefunden werden,
greifen Unternehmer auf Subunternehmer zurück, nicht allein aufgrund von Ausbeutung, sondern auch aufgrund von mangelnden Fachkräften. Aber im Kern ein guter Gedanke, denn viele Subunternehmer wären in der Tat natürlich lieber festangestellte Mitarbeiter. § 14, also die Berücksichtigung von Umweltkriterien, ist ein so unglaublich komplexes Feld, dass dies wirklich später noch im Ausschuss eindringlich besprochen werden muss. § 15, mit Verlaub, die Berücksichtigung von sozialen Kriterien und hier Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollte in eine solche Gesetzesvorlage nicht hinein, da eine Prüfung bei den Unternehmen dergestalt kaum möglich ist. Wahrscheinlich wurde auch deswegen im Text geschrieben, dass dies nur angewendet wird, wenn ein sachlicher Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand hergestellt werden kann. Hat, meine Damen und Herren von der SPD, einen leicht populistischen Ansatz. Unter § 20 haben Sie die Prüfbehörde definiert, und exakt an diesem Punkt haben wir die große Sorge, dass wieder Versorgungsposten geschaffen werden und man über die Ausweitung einer Behörde und Neuschaffung eines Gesetzes eigene Leute unterbringen möchte. Und damit hat die SPD ja nun leider wirklich die beste Erfahrung, wie wir bereits aus der AWO-Affäre lernen durften. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Richter. Als nächstes hat sich der Abg. Hofmann von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete und sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Ich denke, wir alle wollen, dass die Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen einem fairen Wettbewerb unterliegen, mit einfachen, aber wichtigen Regeln, die garantieren, dass im Bereich der Vergabe auch regionale Bewerber, meist kleinere Betriebe, eine reelle Chance bekommen, an den Ausschreibungen auch zu partizipieren. Neben der Einhaltung ökologischer und sozialer Kriterien muss eben auch eine regionale Wertschöpfung gesichert sein. Das heißt, auch der kleine Handwerksbetrieb vor Ort muss die Möglichkeiten haben, mit vertretbaren Mitteln teilzunehmen. Diesen Aspekt vermisse ich in Ihrem Gesetzentwurf leider komplett. Sie sprechen zwar in § 4 einige Dinge an, das sind aber auch nur 7 Zeilen im Vergleich zur Kontrolle, die fast eine ganze Seite einnimmt, ist das doch ein ganz geringer Teil. Schon seit 2014, meine Damen und Herren, erhält das wirtschaftlichste und nicht das billigste Angebot den Zuschlag. Ja, das ist so. Im aktuellen Gesetz sind es Zuschlagkriterien wie Qualität, Design, Funktionalität, Wartungskosten, Nachhaltigkeit, soziale Kriterien und natürlich eben auch der Preis. Alle Aspekte prozentual gewichtet, die den Erfolg einer Ausschreibung ausmachen. Das Unterfangen, ein gutes und wirksames Gesetz zu verbessern oder gar, wie es hier vorliegt, komplett zu erneuern, ist ein hehres Ziel und schwierig genug. Die Evaluation des bisherigen geltenden HVTGs hat ergeben, dass die bisherigen Regelungen durchaus funktionieren. Knapp 850 Unternehmen wurden innerhalb 3 Jahre überprüft, und es wurden keine Verstöße gegen das HVTG in den untersuchten Branchen, also Hochbau, Tiefbau, Liefer- und Dienstleistungen, festgestellt. Und insbesondere nichts gegen die Tariftreue, das Arbeitnehmerentsendegesetz oder das Mindestlohngesetz. So. Ihr Entwurf bietet wirklich keine Verbesserung in Bezug auf Nachhaltigkeit oder Wirtschaftlichkeit oder auch soziale Aspekte, denn diese Aspekte der öffentlichen Vergabe sind ja schon seit 2014 im bestehenden Gesetz verankert. In Ihrem Gesetzentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, wird zwar der finanzielle Mehraufwand und Auswirkungen auf Frauen und Männer bewertet, okay, schön, aber die Auswirkungen dieses Gesetzes auf kleine und mittlere Betriebe haben Sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Denn oftmals sind das kleine und mittlere Betriebe aus der Region, die sich den Zeitaufwand einer Bewerbung bei einer unterschwelligen Vergabe sparen, weil sie einfach zu aufwendig ist. Und diese kleinen Betriebe sind es auch meistens, die zu viel Bürokratie beklagen, und manchmal eben auch zu Recht. Gerade in Zeiten, in denen es den Betrieben und Unternehmen gut geht, werden an Ausschreibungen der öffentlichen Hand manchmal selten
bis wenig oder sogar gar nicht teilgenommen. Und das ist auch eine Aussage, die man einfach mal bewerten muss. Und hier hätte ich mir auch ein bisschen mehr Sensibilität der Antragstellerin gewünscht. Die Einführung eines eigenen Mindestlohns muss man auch kritisch hinterfragen. Der Mindestlohn ist ja ein Bundesgesetz, wird kontinuierlich angepasst. Ob die Höhe jetzt gerecht oder gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage, die im Übrigen in Berlin entschieden wird und nicht in Wiesbaden. Ja, dann schauen Sie sich mal die anderen Mindestlohn an. Ja? Und dann werden Sie mal sehen, im Vergleich zum gesetzlichen Mindestlohn liegen die drunter. Also noch einmal zur Erinnerung, das jetzige Gesetz regelt, dass Bieter den Mindestlohn nach Leistung des Mindestlohngesetzes zahlen müssen. Die Zollbehörden des Bundes können nur Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des Mindestlohngesetzes oder nach Arbeitnehmerentsendegesetzes überprüfen. Also, wer soll das Ganze kontrollieren? Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf, die Regierungspräsidien sollen das machen, also eine Behörde weiter ausbauen, die über drei Regierungspräsidien auf den Baustellen dieses Landes aufschlagen sollen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Mal abgesehen davon, dass das ein teurer Spaß wird, solche Kontrollbehörden aufzubauen, muss auch die Frage lauten, gibt es überhaupt eine gesetzliche Kompetenz der Länder, so etwas zu kontrollieren und eventuell Sanktionsmöglichkeiten durchzuführen? Und wenn diese Kontrollbehörde keine Sanktionsmöglichkeiten hat, ist sie dann nicht nur ein zahnloser Tiger? Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, die meisten Ihrer Vorschläge sind seit 2014 umgesetzt, die anderen leider nicht umsetzbar. Einfache, nachvollziehbare, gerechte Regeln werden benötigt. Das bisherige Gesetz sollte durchaus einmal überarbeitet werden. Auch um Verwaltungs- und Prüfungsverfahren und weitere Abläufe zu beschleunigen, keine Frage, das wäre wichtig. Es geht alles immer etwas besser. Etwas besser zu machen heißt aber eben auch oft, es einfacher zu machen, und daran muss man durchaus arbeiten. Dieser Gesetzentwurf, den Sie hier vorlegen, bietet leider keine wirkliche Verbesserung, und deshalb lehnen wir ihn ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Hofmann. Als Nächstes hat sich die Abg. Wissler von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Ja, das wäre Licht. Ja. Also reden kann ich. Also, ihr wisst ja alle, wie ich aussehe. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jetzt werde ich auch wieder angestrahlt. Vielen Dank dafür. Genau. Meine Damen und Herren, die öffentliche Hand von der Kommune bis zur Bundesbehörde ist ein wichtiger Auftraggeber. Das haben wir in diesem Haus mehrfach diskutiert. Sie erteilt Bauaufträge, sie kauft Dienstleistungen und Waren. Mehr als 15% des Bruttoinlandsproduktes gehen auf öffentliche Aufträge zurück. Das ist eine enorme Marktmacht, die man nutzen sollte für Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt, für soziale, für ökologische Verbesserungen. Und deshalb müsste es doch eigentlich selbstverständlich sein, dass der Staat nur das einkauft und nur Dienstleistungen vergibt an Unternehmen, die sozial und ökologisch sinnvoll arbeiten, bei Firmen, die ihre Beschäftigten gut bezahlen, die seriös kalkulieren. Aber, und da gebe ich der Kollegin Barth vollkommen recht, das ist längst nicht die Regel. Immer noch viel zu oft kommen eben wirklich die Billigsten zum Zuge. Und deswegen ist es gut, dass ein neuer Anlauf unternommen wird, heute von der SPD, dass wir ein ziemlich untaugliches Vergabegesetz, das wir in Hessen haben, auf den Prüfstand stellen und deutlich machen, dass wir hier Veränderungen brauchen. Wir haben uns ja schon mehrfach dran versucht, die SPD, auch wir als LINKE, und sind zuletzt 2018 an der schwarz-grünen Mehrheit gescheitert. Es ist richtig, dass hier die Forderungen auch der Gewerkschaften aufgenommen werden. Wir brauchen ein gutes Vergabe- und Tariftreuegesetz, das auch dafür sorgt, dass eben es wirklich eingehalten wird und die Regelungen auch kontrolliert werden, meine Damen und Herren. Und das Gesetz von Schwarz-Grün, so wie es in Kraft ist,
ist eben, ich will es mal höflich formulieren, nicht gerade ein großer Wurf. Und wir haben das schon damals kritisiert, und das haben ja auch die Gewerkschaften in der Anhörung kritisiert, dass es ein zahnloser Tiger ist. Denn soziale und ökologische Kriterien, Ausschreibungen zu fordern, ist freiwillig. Eine echte Tarifbindung gibt es nur im Bereich des ÖPNV. Und das Wenige, was festgeschrieben wird, wird de facto überhaupt nicht kontrolliert. Und das ist der große Konstruktionsfehler, z.B., dass eine Generalunternehmerhaftung fehlt. Das heißt also, Firmen, die sich um Aufträge bewerben bei der öffentlichen Hand, können über Subunternehmen diese Standards einfach unterlaufen, und Nachunternehmer haften überhaupt nicht für das, was Nachunternehmer tun. Das ist ein großes Problem. Das diskutieren wir immer wieder in der Baubranche. Wir brauchen die Generalunternehmerhaftung, weil ohne die kann man durch die Vergabe an Subunternehmen alle tariflichen Standards und alle sozialen Standards gerade wieder aushebeln, meine Damen und Herren. Und dann haben Sie damals gesagt, das wird doch der Markt dann schon selber kontrollieren und eine Kontrollbehörde wäre überdimensioniert. Haben wir damals schon kritisiert, weil es ist doch absurd, mit Selbstverpflichtungen zu arbeiten. Das ist ein bisschen, als wenn man sagt, jeder Autofahrer unterschreibt eine Verpflichtung, eine Selbstverpflichtung. Ich halte mich an die Straßenverkehrsordnung. Da müssen wir das nicht kontrollieren. Wir brauchen keine Radaranlagen mehr. Also, meine Damen und Herren, das ist doch vollkommen weltfremd. Man kann sich doch nicht auf Selbstverpflichtungen verlassen, sondern natürlich muss man kontrollieren, dass soziale und ökologische Standards auch eingehalten werden. Und angesichts der Tatsache ist es ja kaum überraschend, dass die tatsächlichen Auswirkungen dieses Gesetzes kaum wahrnehmbar sind. Und die Evaluation, die im Gesetz vorgesehen war, die kam ja noch jetzt sehr spät und war eher eine kleine Umfrage unter den Kommunen mit begrenztem Aussagewert. Und was im neuen Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün steht in Bezug auf das Vergabegesetz, stimmt ja auch nicht gerade optimistisch. Dabei könnte man hier mit vielen Regelungen vielen Menschen direkt helfen und indirekt bewirken, dass mehr Menschen auch davon profitieren, die nicht direkt im öffentlichen Auftrag arbeiten, etwa mit einem Landesmindestlohn. Und Herr Hofmann, da will ich Ihnen widersprechen. Das ist, was Sie hier sagen, ist falsch. Natürlich ist es möglich, einen Landesmindestlohn zu verabschieden. Und ich sage Ihnen, es gibt eine ganze Menge Länder, in denen die Grünen regieren, die das auch gemacht haben. Also wenn wir dann an Bremen, Hamburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Berlin als Beispiel, da liegt der Landesmindestlohn bei 12,50 €, also deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn. Das ist sehr wohl möglich, das ist machbar. Und in diesen Ländern gibt es einen Landesmindestlohn. Wie gesagt, sogar die Grünen haben dem zugestimmt. Deswegen sagen Sie, wenn Sie es nicht wollen, das kann man ja argumentieren, aber sagen Sie nicht, es ist nicht möglich, weil ich finde, das Argument, das geht alles nicht, weil einem der politische Willen fehlt, den finde ich, das finde ich immer ein bisschen schwieriges Argument, meine Damen und Herren. Kleinen Augenblick bitte, Frau Abgeordnete Wissler. Die Diskussion bei der AfD-Fraktion bitte draußen führen. Wir hatten uns mal darauf verständigt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Und es ist natürlich klar, dass wir einen solchen Landesmindestlohn in Hessen, der bei mindestens mal 12 bis 13 € liegen muss, weil das überhaupt erst Löhne sind, die vor Armut schützen und die auch oberhalb der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Und das sind bundesweite Werte. Also wenn man jetzt die enormen Preise z.B. im Rhein-Main-Gebiet, die hohen Mieten berücksichtigt, dann ist 13 € hier wirklich ein unterer Wert. Und es kann ja nicht sein, dass es Menschen gibt, die in diesem Land arbeiten, die auch noch für dieses Land arbeiten, in landeseigenen Gesellschaften, in Unternehmen, aber eben auch im öffentlichen Auftrag, und die einfach zu wenig verdienen, um damit in die Runden zu kommen und Angst vor Altersarmut haben müssen. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier die, auch aus Respekt und Anerkennung für die Arbeit von Menschen in diesem Land, dass das Land hier verbindliche Standards einzieht und sagt, keine öffentlichen Aufträge für Unternehmen, die Lohndumping betreiben, die soziale und ökologische Standards unterlaufen, meine Damen und Herren. Und deshalb brauchen wir diese verbindlichen Leitplanken. Und gerade im Bereich des Baus wäre das natürlich wichtig, weil da muss man natürlich sehen, dass so viele Bauaufträge von der öffentlichen Hand ausgelöst werden, dass hier natürlich wirklich Leitplanken gesetzt werden können. Und für die, die eben nicht vom Tarifvertrag erfasst sind, brauchen wir den Landesmindestlohn, damit es hier kein Lohndumping gibt.
Und natürlich sollte auch bei der Auftragsvergabe berücksichtigt werden und auch verpflichtet werden, dass auch Unternehmen bevorzugt werden, die ausbilden. Weil Unternehmen dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen, dass sie ausbilden. Deswegen sollte auch das stärker berücksichtigt werden. Dabei sollte insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die eben ihrer Verpflichtung zur Ausbildung nachkommen, bevorzugt werden. Soziale und ökologische Standards sind angesprochen worden. Es ist doch logisch und sinnvoll, dass man Unternehmen, die umweltschonend produzieren, bei der Vergabe bevorzugt, weil am Ende ist es doch die öffentliche Hand, die für die Folgeschäden sonst gerade stehen muss und das finanzieren muss. Und das ist angesprochen worden. Das funktioniert eben alles nicht mit Freiwilligkeit. Dazu brauchen wir eine starke Prüfbehörde, die aktiv kontrolliert und gegebenenfalls dann auch sanktioniert. Und die muss dann auch sanktionieren, und zwar spürbar auch sanktionieren, meine Damen und Herren. Und deshalb, sehr viel von dem, was in der SPD-Gesetzentwurf steht, haben wir auch vor 2 Jahren gefordert. Vielleicht ist die eine oder andere Formulierung, muss man sehen, ist vielleicht ein bisschen weicher. Da steht mal kann und mal sollte, wo vielleicht woanders bei uns mal muss. Frau Abgeordnete, bist du jetzt Zeit für den letzten Satz? Den wollte ich gerade beginnen, Frau Präsidentin. Aber dennoch, und das will ich deutlich sagen, ist der vorgelegte Gesetzentwurf natürlich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Insofern sind wir gespannt auf die Anhörung und finden diesen Gesetzentwurf im Grundsatz sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Kasseckert von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Eckert hat vermutet, ich werde jetzt auch dem zustimmen, dass es ein sehr guter Gesetzentwurf ist. Dem ist mitnichten so. Ich will an den letzten Satz von Frau Wissler anknüpfen. Wir sind entgegen Ihrer Ausführung der Meinung, dass der Gesetzentwurf völlig überflüssig ist. Er ist deshalb überflüssig, weil wir in den vergangenen Wochen und Monaten ja mehrfach das Thema Evaluation des bestehenden Tariftreue- und Vergabegesetzes besprochen haben. Wir haben die Ergebnisse bewertet, sicher unterschiedlich zu einem Ergebnis gekommen. Aber aus unserer Sicht gab es nichts an dem Thema Tariftreue, was wir in diesem Gesetz ändern sollten oder ändern müssten. Von daher sind die Vorschläge, die hier vorgebracht wurden, beispielsweise die Einführung eines vergabespezifischen Mindestlohns, aus unserer Sicht völlig überflüssig, weil sie auch zum Teil hinter dem bleiben, was wir heute schon in der Praxis als Realität erleben. Frau Wissler hat von einem Mindestlohn gesprochen von 12 oder 13 €. Der ist in der Bauwirtschaft schon deutlich darüber. Es gibt sicherlich Gewerke, wo das nicht der Fall ist, aber das ist eben nicht die Regel. Und deshalb glauben wir, dass wir eine generelle Regelung eines Mindestlohns hier auf hessischer Ebene auf der einen Seite weder als rechtlich möglich ansehen, auf der anderen Seite auch nur schwer zu kontrollieren ist und deshalb darauf verzichten werden. Auch das Thema die Nachunternehmen, die Begrenzung auf maximal 3 Glieder der Nachunternehmen, das scheint uns sehr schwierig. Das scheint uns in der Praxis unmöglich. Und auch hier will ich deutlich machen, dass wir das Problem haben der rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir glauben, dass das gegen die EU-Vergaberichtlinien und auch gegen das Bundesvergaberecht verstößt, aber dass wir auf der anderen Seite eben auch eine praktische Situation teilweise vorfinden, die es eventuell möglich macht, dass wir mehr als 3 Nachunternehmen akzeptieren müssen, auch wenn das nicht Sinn und Zweck unseres Vergabegesetzes ist. Es ist in der Praxis manchmal notwendig, dass Aufträge trotzdem erfüllt werden können. In einem Punkt, Frau Barth, will ich Ihnen aber durchaus zustimmen. Wir wollen jenseits der tariflichen Regelungen in den Vergaberegelungen dieses Gesetzes Änderungen vornehmen. Das sehen Sie auch in unserem Koalitionsvertrag. Wir haben alle gemeinsam festgestellt, dass das Volumen, das die öffentliche Hand bewegt, das, was an Vergaben eben hier erfolgt durch die öffentliche Hand, enorm ist. Dass wir hierfür Regeln und Rahmenbedingungen schaffen wollen, ist völlig klar, und wir haben sie ja auch. Aber wir wollen sie anpassen, weil wir festgestellt haben, dass das bestehende Tariftreue- und Vergabegesetz insbesondere bei den Vergabepunkten durchaus zu Hemmnissen geführt hat, zu Hindernissen geführt hat, dass wir teilweise Ausschreibungen haben,
haben, an denen sich kaum mehr Unternehmen des Mittelstandes bewerben. Dafür gibt es Gründe. Wir haben schon mehrfach über das Interessenbegründungsverfahren gesprochen. Das ist eine hohe Hürde. Das habe ich auch hier schon mehrfach deutlich gemacht. Dieser Frage werden wir uns widmen. Wir arbeiten intensiv und sorgfältig daran, neue Ideen einzubringen. Und wir werden in absehbarer Zeit eben auch einen solchen Prozess anstoßen. Vergabegrenzen, die freiberuflichen Leistungen, die Sie ebenfalls hier angesprochen haben, die Herausnahme dieser freiberuflichen Leistungen, das Rückkehren dorthin, wo wir vor der letzten Änderung waren, das halten wir für sinnvoll. Auch deshalb, weil zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ja schon in der Regel ein Vertrauensverhältnis auch entstanden ist, Vorleistungen geleistet wurden und im Übrigen die § 50 der UFCO, der Unterschwellenvergabeordnung, dazu auf Bundesebene auch einen entsprechenden Rahmen vorgibt, der es möglich macht, die freiberuflichen Leistungen wieder nach der alten Rechtslage einzuführen. Insofern, glaube ich, kann man am Ende sagen, wir wollen, wenn wir an das HVTG gehen, Regelungen schaffen, die bessere Vergaben möglich machen, die schnellere Vergabe möglich machen, die für die Handhabung praktikabler sind, sowohl auf Auftraggeber- und auf Auftragnehmerseite. Und deshalb ist es ein Irrglaube, dass man mit einer Neuregelung des Vergabegesetzes durch zusätzliche neue Paragraphen, durch zusätzliche neue zu prüfende Vorgaben eine solche Verbesserung schafft. Deshalb glaube ich nicht, dass Ihr Vorschlag hier Anerkennung finden wird. Es wird die Anhörung, es wird die weitere Beratung wahrscheinlich ergeben. Aus unserer Sicht ist dieser von Ihnen vorgelegte Gesetzentwurf aber nicht notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Kasseckert. Als nächstes hat sich der Abg. Dr. Naas von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD ist unzufrieden mit dem Vergabe- und Tariftreuegesetz in Hessen, und ich kann sagen, das sind wir auch. Wir sind auch unzufrieden, aber wir wollen in eine andere Richtung, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn Ihre Überschrift ist ja schon entlarvend. Aus dem hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz wird zukünftig das hessische Tariftreue- und Vergabegesetz. Und das zeigt, wo bei Ihnen die Schwerpunkte liegen. Bei uns liegt der Schwerpunkt nach wie vor auf der Vergabe. Und was ist eigentlich so das Ziel, meine Damen und Herren, eines Vergabegesetzes? Da würde ich sagen, an erster Stelle gute Qualität zum günstigsten Preis, zum zweiten natürlich die Korruptionsbekämpfung, zum dritten die Transparenz des Verfahrens und zum vierten dann auch eine geringe Bürokratie. Wir wollen den Wettbewerb fördern, und deswegen haben wir auch Änderungsbedarf an dem bestehenden Gesetz. Was sollte aber eigentlich ein Vergabegesetz nicht? Es sollte nicht Umweltpolitik betreiben an erster Stelle, es sollte nicht Sozialpolitik betreiben und auch nicht andere politische Ziele aufzeigen. Und bei aller Wertschätzung der Ehrenamtlichkeit, dass genügend Freizeit für ehrenamtliche Tätigkeit besteht, ist nicht Aufgabe eines hessischen Vergabegesetzes. Bei aller Liebe, Frau Kollegin Barth. Was Sie vorgelegt haben, ich komme gleich zu den Komplimenten noch, was Sie vorgelegt haben, ist leider kein Vergabegesetz, sondern es ist ein Misstrauens- und Bürokratiesteigerungsgesetz. Und das wird durch jeden einzelnen Satz Ihres Gesetzes sichtbar. Es ist ein Gesetz, das 25 Seiten stark ist, was nur strotzt von einem Misstrauen gegen die gesamte hessische Handwerkerschaft und das gesamte hessische Gewerbe. Anders kann ich es nicht interpretieren. Denn Nordrhein-Westfalen kommt bei seinem Vergabegesetz mit 4 Paragraphen aus, wo Sie 25 Seiten und 26 Paragraphen brauchen. Wir glauben, dass Mindestlohn Mindestlohn bleiben muss. Wir glauben, dass Umweltstandards für alle gelten und nicht nur für denjenigen, der sich an einer Vergabe beteiligt. Und deswegen glauben wir, dass das, was Sie dort abgeliefert haben, vor allem von Misstrauen geprägt ist. Und ich will Ihnen mal nur die Stichwörter nennen. Nachweispflichten, Verzeichnis der Nachunternehmer, Pflichten für die Nachunternehmer, alles groß ausgeführt, Vergabe, ein eigener Mindestlohn. Ich glaube, der Mindestlohn kommt hier in jedem Plenum durch die SPD, entweder durch DIE LINKE oder durch die SPD, wobei Sie sich, glaube ich, mal einigen sollten, ob es jetzt nun 12 oder 13 € sind.
Wir glauben, dass das, was Sie dort an Nachweisen haben wollen, zu mehr Bürokratie führt. Und die Krönung dessen, Frau Kollegin Barth, sind ja Ihre Kontrollbehörden. Zoll reicht nicht, Finanzverwaltung reicht nicht. Nein, auch der Auftraggeber kontrolliert zukünftig. Und dann kommt doch, müssen Sie mal das eigene Gesetz lesen. Und dann kommt dazu ja das Hessische Wirtschaftsministerium, das sich dann durch Rechtsverordnung dreier Regierungspräsidien bedienen darf. Die dürfen dann sogar Wohnungsdurchsuchungen anordnen, wobei das auch noch ohne Richter, Sie müssen Ihr Gesetz lesen, wobei das noch ohne richterliche Durchsuchungsanordnung möglich ist, wenn bei Gefahr im Verzug. Also diese Einschränkungen, die Sie da machen, Sie greifen ja in Grundrechte ein. Das, glaube ich, führt am Ende zu einer völlig falschen Politik gegenüber den hessischen Unternehmern und dem hessischen Handwerk. Ja, Frau Barth, es gibt schwarze Schafe. Es gibt schwarze Schafe. Und deswegen wäre es umso wichtiger, dass Sie sich in der Bundesregierung dafür einsetzen, dass der Zoll und die Finanzverwaltung gestärkt wird. Denn das sind die entscheidenden Behörden. Sie wollen zusätzlich zwei weitere Instanzen aufbauen, die das alles kontrollieren sollen. Doch, das wollen Sie. Und Sie wollen am Ende eine Mehrheit für wenige schwarze Schafe bestrafen. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden das ablehnen. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle schon sagen. Und jetzt kommen wir mal zur Realität. Jetzt kommen wir mal zu der Realität. Ich weiß nicht, aus welcher alten Fraktionsschublade Sie diesen Gesetzentwurf geholt haben. Weiß ich nicht. Weil es kann nur irgendwie im Jahre 2010 spielen. Weil wenn Sie sich mal aktuell die Ausschreibungsergebnisse der öffentlichen Hand anschauen würden, dann ist doch unser Problem nicht das, was Sie in Ihrer Präambel aufzeigen, nämlich dass durch Konkurrenz jemand von einem Markt gedrängt wird durch Absenkung von Tarif- und Sozialstandards, sondern unser Problem bei den Ausschreibungen der öffentlichen Hand ist doch im Moment, dass überhaupt niemand mehr ein Angebot abgibt und dass teilweise die Angebote, die abgegeben werden, und ich habe das selbst erfahren, teilweise ist es ja nur ein einziges Angebot, und dieses Angebot ist dann 25% über der Prognose. Da müssen Sie das Angebot aufheben und müssen neu ausschreiben. Das Problem ist, dass wir zu viel Bürokratisierung haben und deswegen zu wenig Angebote abgegeben werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als Freie Demokraten wollen eine Anpassung der Schwellenwerte. Wir wollen auch eine durchgängige Digitalisierung des Vergabeverfahrens und nicht nur der Ausschreibung selbst. Wir wollen eine Entbürokratisierung, eine Stärkung des Wettbewerbs. Wir wollen auch eine Verkürzung der Zahlungsfristen. Und wir wollen die Selbstständigen, darüber können wir reden, sicherlich aus diesem Vergabegesetz herausnehmen. Da hat der Kollege Kasseckert vieles Richtige gesagt. Und wir werden deswegen eigene Vorschläge zu dem hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz, so wie es vorliegt, machen. Ich glaube nicht, dass wir eine generelle Neufassung des Gesetzes brauchen, sondern wir werden uns hier konstruktiv an dem Verfahren beteiligen. Das, was Sie vorgelegt haben, geht in die falsche Richtung. Wir brauchen nicht mehr Bürokratie, sondern weniger. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zuerst einmal vielen Dank, liebe Frau Kollegin Barth, für das Lob am Anfang. Wobei ich hinzufüge, gute Öffentlichkeitsarbeit braucht auch gute Inhalte, sonst hilft sie nichts. Das gehört an dieser Stelle dazu. Aber ich will an dieser Stelle sagen, wir haben das eigentlich schon einmal, glaube ich, im letzten oder vorletzten Wirtschaftsausschuss besprochen. Der Bericht war kein Bericht des Wirtschaftsministeriums, sondern ein Bericht des Sozialministeriums. Aber Achtung, bevor Sie jetzt denken, das sei Kritik am Sozialministerium, Sie haben im Ausschuss gesagt, es war ein Geheimbericht. Ich habe noch einmal extra nachgeschaut. Dieser Geheimbericht ist am 24. Juli 2019 um 10:02 Uhr an alle Abgeordneten des Hessischen Landtags geschickt worden.
Also, wenn Sie noch einmal im Posteingang nachschauen wollen oder im Archiv. Und deswegen, wir haben bisher immer gedacht, dass wenn alle Abgeordneten das kriegen, dass es dann das Gegenteil von geheim ist. Aber okay, man lernt ja auch immer noch dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber auch hier ganz freundlich und zur Güte. Auch die Landesregierung will ein praxisgerechtes, ein im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiges und ein den fairen Wettbewerb stärkendes Tariftreue- und Vergabegesetz. Natürlich wollen wir das. Und es versteht sich von selbst, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die öffentlichen Aufträge erfüllen, regelkonform und mit fairen Löhnen beschäftigt werden müssen. In diesem Punkt sind sich hoffentlich alle hier einig. Jetzt ist die spannende Frage, und da habe ich eine andere Auffassung. Die von Ihnen vorgeschlagenen Instrument- und Regelungsschwerpunkte sind aus meiner Sicht jedenfalls nicht die richtigen, weil sie entweder bereits vom geltenden HVTG berücksichtigt werden oder rechtlich nicht umzusetzen sind oder die Auftragsvergabe unangemessen kompliziert machen würden. Und das ist ein Punkt der Auseinandersetzung. Und da hat die Landesregierung eine andere Auffassung als die SPD-Fraktion. Wobei ich an dieser Stelle noch einmal sagen will, ausdrücklich, wir wollen auch, dass nicht die billigsten, sondern die wirtschaftlichsten Angebote den Zuschlag bekommen. Das ist auf jeden Fall richtig so. Übrigens an dieser Stelle, Herr Naas, Sie haben gesagt, der günstigste Preis. Der billigste Preis ist nicht langfristig der wirtschaftlichste. Das ist in manchen Fällen so. Deswegen ist auch immer das wirtschaftlich beste Angebot ist an dieser Stelle das Wichtige. Wir finden auch, dass man für Umweltschutz und Sozialverträglichkeit sorgen muss. Das finde ich gut. Aber das ist nichts Neues gegenüber dem bereits geltenden HVTG. Die neuen Sachen in dem Entwurf, den Sie vorgelegt haben, ist der vergabespezifische Mindestlohn, die Einrichtung einer Prüfbehörde sowie die Begrenzung des Nachunternehmereinsatzes. Beim Vergabemindestlohn muss man an dieser Stelle sehen, dass das bestehende HVTG sagt, dass Bieter sich verpflichten müssen, ihren Beschäftigten den Tariflohn und die tariflichen Leistungen aus dem Tarifvertrag zu gewähren, an den sie aufgrund des Arbeitnehmerentsendegesetzes gebunden sind. Außerdem auf jeden Fall den Mindestlohn und die Leistungen nach dem Mindestlohngesetz. Und wenn Sie sich einmal anschauen, Stichwort Tariftreueregelung im Bereich des ÖPNV, da hat es ja im Ende 2019 eine Tarifeinigung gegeben mit einer vierstufigen Lohnsteigerung von 29% für die Busfahrer. An dieser Stelle ist klar, dass das eine Wirkung hat. Aber das findet dann sozusagen in Tarifautonomie vor Ort statt. Und das finde ich am Ende auch den besseren Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben mit dem Verweis auf das Mindestlohngesetz des Bundes gewährleistet, dass jede Aktualisierung des Mindestlohngesetzes des Bundes in Hessen dann automatisch auch gilt. An dieser Stelle ist der Verweis richtig. Das wäre bei einem eigenen, sozusagen hessischen Mindestlohn jedenfalls nicht so. Und ich will das ausdrücklich sagen. Es ist umstritten. Es ist zumindest umstritten. Es gibt unterschiedliche Gerichtsurteile, ob die Länder überhaupt die Gesetzgebungskompetenz für einen Vergabemindestlohn haben. Aber ich will auf ein Problem hinweisen, das Sie offensichtlich nicht gesehen haben. Das bundesweite Mindestlohngesetz einschließlich der Verpflichtung zur Zahlung des Mindestlohns gilt bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte. Das heißt, der hessische Gesetzgeber könnte den eigenen vergabespezifischen Mindestlohn nur für Vergaben unterhalb der Schwellenwerte ansetzen. Und jetzt ist die spannende Frage, was würden wir damit auslösen? Da muss man ja zumindest einmal darüber nachdenken. Es könnte sein, dass wir am Ende je nach Auftragswert unterschiedliche Mindestlöhne zu zahlen hätten. Also großer Auftrag, geringer Mindestlohn in Anführungszeichen, Bundesmindestlohn, kleiner Auftrag, hessischer Mindestlohn, Vergabemindestlohn in dem Fall. Jetzt habe ich uns immer so verstanden, und zwar auch parteiübergreifend, dass wir alle miteinander ein großes Interesse daran haben, dass man nicht große Lose ausschreibt, die am Ende ein Generalunternehmer nimmt, sondern dass wir auch ein Interesse daran haben, das ist immer unser Appell an alle, möglichst kleine Lose auszuschreiben, damit auch kleine und mittlere Unternehmen aus der Region eine Chance haben. Wenn wir am Ende, da muss man zumindest einmal darüber nachdenken,
Wenn wir am Ende ein Gesetz machen würden, was es am Ende für die öffentlichen Auftraggeber einfacher und günstiger macht, große Aufträge zu vergeben und nicht mehr die kleinen, dann könnte es sein, dass erstens sozusagen das Ganze ins Leere geht und dass zweitens die Wirkung das Gegenteil ist von dem, was wir eigentlich alle miteinander uns immer auf die Fahnen geschrieben haben. Da muss man zumindest einmal drüber nachdenken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, an der Stelle der Prüfbehörde sollten Sie auch nicht unterschätzen, dass jedenfalls wir der Auffassung sind, dass die Länder mangels Gesetzgebungskompetenz keine Möglichkeit haben, eine eigene hoheitliche Kontrollstelle zu schaffen. Eine hoheitliche Kontrollstelle. So, die Zollbehörden des Bundes, Moment, gucken Sie selbst in Ihr Gesetz rein. Die Zollbehörden des Bundes sind berechtigt, das ist die FKS, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, hoheitliche Kontrollen durchzuführen, Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des Mindestlohngesetzes, Arbeitnehmerentsendegesetzes und Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zu überprüfen. Die Prüfbehörde, die Sie einrichten wollen, hätte keine hoheitlichen Befugnisse in Bezug auf den Mindestlohn. Sie könnte keine Sanktionen erlassen, sondern, ich zitiere aus Ihrem eigenen Gesetzentwurf, nur, Zitat, die jeweils zuständigen Stellen informieren. Welche Stellen sollen das genau sein? Also, Sie wollen im Prinzip, dass wir eine Behörde schaffen, die arbeitet und am Ende, wenn es ernst wird, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit informiert. Das ist, Frau Kollegin Barth, jedenfalls aus meiner Sicht nicht ganz zu Ende gedacht. Herr Staatsminister, ich möchte nur ganz bescheiden an die Zeit erinnern. Beim Nachunternehmereinsatz ist die Zielrichtung richtig. Die Zielrichtung, Achtung, nicht sozusagen die Beschränkung. Die Zielrichtung, dass nämlich jeder Auftragnehmer und Unterauftragnehmer die bestehenden Regeln einhalten muss. Allerdings, aus unserer Sicht, würde eine solche vorgeschlagene Regelung den aktuellen EU-Vergaberichtlinien und dem Bundesrecht widersprechen. Und ich will das an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Auch wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit, wenn Verstöße festgestellt werden, zu sperren mit allem, was dazugehört. Und deswegen glaube ich, wenn man sich das alles zusammen so betrachtet, ist das, was Sie vorgelegt haben, sicherlich gut gemeint, aber in der Konsequenz vielleicht dann am Ende nicht gut gemacht. Und deswegen an dem Punkt, wir arbeiten an der Novellierung des HVTG. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Regelungen zu Tariftreue und Mindestlohn noch weiter verbessern werden, soweit das eben rechtlich möglich und in der Sache sinnvoll ist. Wir werden das novellierte Gesetz so ausgestalten, dass es mit der einzuführenden Unterschwellenvergabeordnung kompatibel ist. Wir werden die Möglichkeiten nutzen, die das neue Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz geschaffen hat. Und außerdem, ganz wichtig, die Grundlagen für eine effiziente Zusammenarbeit mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit schaffen. Und an dieser Stelle ausdrücklich, ich habe schon an Herrn Schäuble geschrieben, als er noch Finanzminister war, nach dem Motto, schafft endlich die Stellen, stellt die Leute ein, um die FKS so auszustatten, dass sie ihrer Aufgabe auch nachkommen kann. Ich finde es ausdrücklich richtig, dass der Bund da jetzt die zusätzlichen Stellen schafft, um am Ende genau durch Kontrollen auch dafür zu sorgen, dass geltendes Recht eingehalten wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, unser Ziel ist ein praxisorientiertes und auch weiterhin rechtssicheres HVTG. Und daran arbeiten wir momentan intern. Und das wird dann auch kommen. Und bis es soweit kommt, werden wir uns dann auch vertieft mit Ihrem Gesetzentwurf beschäftigen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Damit sind wir am Ende der Aussprache in der ersten Lesung angelangt. Ich gehe davon aus, dass wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA überweisen. Alle nicken, dann machen wir das so.